Die nächsten 24 Stunden werden sehr turbulent, sehr windig, sehr stürmisch, sehr regnerisch und auch teilweise schon schneereich. So viel Schnee wie bei Philipp hier wird es wohl nicht geben, dargestellt für dieses Bild. Aber das könnte uns in der nächsten Woche und vor allem auch in der Woche darauf bevorstehen könnte, weil da ist noch einiges unsicher. Das schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Aber jetzt erstmal die nächsten 24 Stunden. Kurzer Reminder für morgen Abend, 17 Uhr. Am Freitag wird es einen weiteren Livestream geben mit einer Live-Analyse der Modelle. Wie geht es dort weiter? Auch in Bezug auf Samstag, Sonntag, das Wochenende. Schaut gerne da vorbei. Wir werden uns da wieder 2, 3 Stunden zusammensetzen und gemütlich über den möglichen Winter reden. Jetzt aber erstmal die Lage von jetzt gerade von 19 Uhr heute, von 18 Uhr heute Abend. Deutschland eingezeichnet hier heute in Rot mal wieder. Und wir haben dieses Arctic Outbreak, was jetzt rauskommt oder mehr oder weniger reinkommt, raus aus dem Arktikbereich, rein in den skandinavischen Bereich und auch nachher in den deutschen Bereich, in den mitteleuropäischen Bereich, wenn man so möchte, und dann Ableger tief Richtung Mittelmeerraum. Und wir haben ein Hochdrucksystem Richtung Azoren, was sich nach Norden aufstellen möchte. Ja, und flankiert dahinter mit unserem typischen Grönland hoch, was ihr mittlerweile alle kennen müsstet. Grönland tief, was ihr mittlerweile alle kennen müsstet, weil das ist unser. Wollte unser Spielverderber werden, hat oftmals in vielen Modellen diese Hochdruckkeil nach Norden nicht berechnet und somit bei uns diesen Arctic Outbreak gar nicht richtig gebracht. Aber jetzt ist es soweit, es wird wohl blockiert werden und dieses Tief spielt dann auch mit. Aber im weiteren Verlauf sieht es wohl so aus, als würde das Tief weiterhin Rolle bei uns spielen. Und was genau die Modelle da zeigen könnten, das schauen wir uns vor allem heute an, am Ende des Videos und auch morgen dann genauer im Stream. Und im anderen Video noch, falls ich morgen noch ein Video machen möchte. Aber jetzt erstmal hier oben noch das Zeichen, dass wir aktuell sehr viel Wind, Sturm und Regen haben, haben wir ja gerade eben schon gesagt. Und habt ihr heute, denke ich mal, auch in den meisten Teilen schon mitbekommen, gerade im Norden, da zieht die Front da jetzt gerade durch. Temperaturen in 1500 Metern Höhe sind um und bei so bei 0 Grad etwas darunter im Norden. Da etwas darunter im Norden und etwas darüber im Süden oder ab Hamburg südwärts könnte man sagen, und in Baden-Württemberg haben wir sogar über 5 Grad in 1500 Metern Höhe. Das macht eben auch diese warme Luft dann am Ende aus und die warmen Temperaturen, die wir heute hatten und immer noch haben. Das ist die Lage von jetzt 18 Uhr und da sehen wir eben, dass die Front, gerade die Kaltfront, über dem Norden liegt mit ziemlich ergiebigem Regen und eben dementsprechenden warmen Temperaturen von 10, 11 und teilweise 12 Grad am Boden wohlgemerkt. Das ist unfassbar warm. Ist aber nur eine temporäre Sache. Wie ihr seht schon da im Norden, wird es schon wieder etwas kühler, nachdem die Front durchgezogen ist. Und im Süden ist es noch etwas kühler vor der Front, denn die wird heute Nacht ankommen. So um und bei, ja, so 3, 4 Uhr wird sie im Süden ankommen, Richtung Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern auch. Und dann auch südwärts, wie gesagt, wird sie nach Süden ziehen, Richtung Alpenrand. Und da ist es ja natürlich am wärmsten in der Zeit. Das heißt, da ist es jetzt gerade kälter als in der Nacht, auch interessant. Und im Norden ist es schon wieder kälter mit um die 3 bis 5 bzw. 6 Grad. Das ist noch nicht der große Bringer, aber es zeigt zumindest mal, dass diese Kaltfront durchgezogen ist und hier im Norden schon die ersten kalten Temperaturen bringen kann und auch die ersten Schauer, die in Schnee übergehen, so langsam. Ja, wir sehen es jetzt hier. Das ist jetzt morgen früh um 8 Uhr für den Berufsverkehr am Freitagmorgen relativ interessant, vor allem in den Mittelgebirgen, ja, Harz, Erzgebirge und so weiter und so fort. Da geht das Ganze schon in Schnee über. Und wir müssen hier mit Winterwetter rechnen und mit Behinderungen und Beeinträchtigungen im Straßenverkehr definitiv. Und im Süden sehen wir noch diese Front der Kaltfront, die dann eben durchgezogen ist und immer noch durchzieht und sich immer noch hier verharrt. Im Norden kommt weitere Schauer, sind aber alle blau. Und blau bedeutet in dem Fall Regen. Da bleibt noch nichts liegen. Das sagt auch das Icon-Modell, ist da allerdings nicht unbedingt das gestützteste Modell. Ist zwar ein sehr, sehr hochauflösenderes Modell, aber es gibt Modelle, ECMWF zum Beispiel, sieht deutlich mehr Schnee schon liegen. Schauen wir gleich nochmal genauer rauf. Temperaturen aber jetzt morgen früh um 8. Naja, hat sich nicht viel getan, mehr oder weniger. Der Norden, ab der Mitte nordwärts ist es relativ kühl. Im Süden auch mittlerweile, aber noch 1, 2 Grad obendrauf bei bis zu 7 bzw. 8 Grad. Und dann wird es langsam ein bisschen chaotisch. Und das ist eben das Ding. Morgen, da geht es richtig zur Sache. Da rappelt es wirklich richtig um 13 bzw. 14 Uhr jetzt hier die Karte für morgen. Und da sehen wir, es geht immer mehr in Lila über, sowohl auch an der Ostsee als auch nachher im Süden, aber in den Mittelgebirgen sowieso. Ja, und auch überall gibt es auch noch blaue Farben, gerade im Nordwesten und im Südwesten. Da ist
auch viel Regen dabei. Aber wenn es mal zu einem riesengroßen Schauer kommt und das geht nachher auch in die Abendstunden, dann kann es auch mal im Tiefland kurzzeitig schneien durch sogenannte Isothermie. Da wird es dann eben kühler werden, da würde sich die Kaltluft von oben nach unten durchsetzen und wir hätten dann eben eine mehr oder weniger weiße Landschaft für ein paar Minuten, solange dieser Schauer eben aktiv ist. Danach steigen die Temperaturen wieder an und es wird milder. Eiken sagt aber, es gibt noch nicht viel Schnee, zumindest nicht für 14 Uhr, außer in den Mittelgebirgen, da wird es einige Zentimeter dann schon geben, die auch liegen bleiben. Temperaturen sehen aber das Ganze auch so, bis auf die Hochlagen und die Mittelgebirge, da ist eigentlich nicht wirklich viel temperaturtechnisch zu erwarten. Da sind wir zwischen 3 und vielleicht 5, 6 Grad. Da ist also alles andere als Schnee zu erwarten. Wird dann aber, solange die Sonne dann irgendwann untergeht, etwas anders werden. Dann sind wir jetzt schon Richtung Abend, Richtung abendlicher Berufsverkehr am Freitag, wobei der meistens ein bisschen früher ist. Aber theoretisch wäre es hier 19 Uhr der Fall und es kommt so langsam, aber sicher Farbe ins Spiel, wenn man so möchte. Und zwar lila Farbe am Alpenrand sowieso, aber auch im Norden Richtung Hamburg. Da wird es wohl mal in einem richtig kräftigen Schauer zur Sache gehen können. Und auch auf einmal, es fängt an zu regnen und ihr seht auf einmal weiß, weil es anfängt auch zu schneien und in den Schnee überzugehen. Das ist eben möglich durch sogenannte Isothermie, die ich gerade erwähnt hatte. Und gerade bei solchen extrem starken Schauern hier auch an der Ostsee, da ist das mehr oder weniger vorprogrammiert. Das Einzige, wo ich mir sicher bin, dass es das nicht passieren wird, ist im äußersten Westen und im äußersten Nordwesten. Da wird es wohl Richtung NRW, auch Richtung Nordwest-Niedersachsen, da wird es wohl höchstwahrscheinlich nicht dazu reichen. Da sind die Temperaturen einfach noch zu warm. Aber dann in der Nacht auf Samstag, und das ist der letzte Termin, den wir uns angucken werden, ist es wohl auch schon so weit, dass es im äußersten oder im allgemeinen Südosten des Landes immer wieder mal Schnee geben kann. Und hier soll es auch liegen bleiben nach dem, oder teilweise zumindest nach dem Eiken-Modell. Das GFS-Modell sieht bis dahin etwas mehr, aber auch ziemlich grobmaschiger als dieses Modell. Das heißt, die Gitterpunkte sind etwas größer. Die sind also, wie ihr seht, ja an der gleichen Stelle mehr oder weniger, nur ein bisschen mehr. Dann sagt das Modell wahrscheinlich eher, okay, irgendwo da wird es wohl schneien in diesem Gitterpunkt. Deswegen ist es hier etwas weit verbreiteter, wobei das wohl eher realistischer wäre. Aber das ECMWF sieht weder das noch das, sondern viel, viel mehr, nämlich das. Es ist unfassbar, was das ECMWF da schon wieder an Schnee liegen lassen möchte. Das kann fast gar nicht so kommen, wie wir gerade an den Temperaturen gesehen haben. Die werden nämlich erst am Samstag oder allerspätestens am Sonntag in den möglichen Dauerfrostbereich gehen, auch im Flachland. Davor passiert wohl eher nichts. Deswegen, das ist unwahrscheinlich, dass so viel an Schnee liegen bleiben wird. Alles andere, weitere morgen Abend dann im Livestream, werden wir uns dann nochmal genauer drauf stürzen, auf die nächsten Stunden, da wird es ja sehr interessant werden. Wie gesagt, alles weitere morgen, auch danach, wie es am Samstag, Sonntag weitergeht und auch am Montag, ja, später. Jetzt erstmal die Großwetterlage und das ist die für Sonntag um 1 Uhr nachts und da können wir eigentlich sagen, wir haben weiterhin einen Arctic Outbreak über Skandinavien liegen, mit einem Tiefdrucksystem, einem begleitenden Tiefdrucksystem über dem Schwarzen Meer und mehr oder weniger auch noch über dem Mittelmeerraum. Dann haben wir eine High-Over-Low-Lage, keine klassische High-Over-Low-Lage, aber es ist eine High-Over-Low-Lage, nämlich mit einem High, also mit einem Hoch über Island und mit einem Low, also einem Tief, südlich davon, wird quasi übergraben, untergraben und was ist das für ein Tief? Das kennen wir irgendwoher, ne? Das ist das Grönland-Tief, was wir gerade gesehen haben, was jetzt schon das dritte Mal eine Rolle spielt. Und es ist nicht das letzte Mal, kurzer Spoiler, es ist nicht das letzte Mal. Das werden wir noch öfter mal sehen. Wir haben, by the way, bei dieser Lage eine nördliche bis nordwestliche Strömung mit Temperaturen von im äußersten Nordosten sogar schon minus 10 Grad. Das ist relativ kalt, tatsächlich. Und dann zwei Tage später am Dienstag. Und da waren die Modelle sich überhaupt nicht einig. Was passiert jetzt am Dienstag? Und ich kann euch sagen, sie sind sich immer noch nicht ganz, aber es geht in eine gewisse Richtung. Der Arctic Outbreak, der hier jetzt mittlerweile seine Kreise gefunden hat über dem westlichen Russland, der möchte retrograd sich verlagern in unsere Richtung, nach Mitteleuropa. Wir haben aber auch ein Tiefdrucksystem. Ach so, was ist das überhaupt für ein Tiefdrucksystem? Genau, das Grönland-Tief, was wir eben, das südliche Grönland-Tief, was wir heute auch schon auf der Karte gesehen haben. Das zieht eben dann weiter zu uns nach diesem aktuellen GFS-Lauf, der gerade rausgekommen ist. Und bei uns würde es zumindest im Norden eine nordöstliche Strömung geben. Die Blockade sehen wir hier oben, die ist weiterhin vorhanden. Also der Atlantik ist weiterhin blockiert, hat aber so einen ganz leichten Tiefdruckeinfluss.
der aber entscheidend sein könnte. Wir haben also erstmal im Norden so um die minus 10 Grad. Da, wo das Tief liegt, ist es etwas milder, aber hier kann es eben halt auch viel schneien. Und das zeigt auch das Modell, das GFS-Modell für diesen Zeitraum an. Gerade für Dienstagmorgen, dann bis Dienstagmorgen, hat fast ganz Deutschland eine geschlossene Schneedecke, auch in den Tieflagen tatsächlich. Und dann wird's interessant. Nur einen Tag später, am Mittwoch, am 29. November, da haben wir dieses Tief, was sich retrograd nach Westen verlagert hat, haben wir es gerade gesehen. Normalerweise mit einer sehr, sehr kalten Lage, aber wir haben auf der anderen Seite ja, so ein ganz leichtes Tief. So ein ganz leichtes Tief, was sich nach Süden gräbt und graben möchte und so ja, vor den Toren Portugals, auch Frankreichs, so zum Erliegen kommt aktuell. Aber es bleibt da nicht liegen, denn es bekommt, wie ihr seht, deswegen ist der Pfeil dort aus Norden, Kaltluft nachgesteckt und zugeführt. Das heißt, es bekommt Dampf und das heißt, es bekommt am Ende auch Kraft, sich weiter nach Osten zu bewegen und vor allem auch größer zu werden von der Masse her. Das könnte bei uns zu einer markanten Luftmassengrenze führen. Je nachdem, wo sie verläuft, kann es zu richtig krassen Schneefällen sorgen. Das ist aber für mich jetzt die letzte Karte, weil weiter kann man überhaupt nicht gucken aktuell. Es liegt wieder an ganz, ganz kleinen Tiefdrucksystemen. Zum einen über Island, zum anderen eben das, was hier unten ist. Und am Ende des Tages auch über das, was hier als Arctic Outbreak noch zählt. Das sind alles Tiefdrucksysteme, die aktuell diese Lage unmöglich machen, vorherzusagen länger als 2, 3, vielleicht 4 Tage. Das ist unmöglich. Der Atlantik ist eigentlich abgeriegelt, aber es gibt halt so einen kleinen Impuls. Und dann ist es eigentlich die Frage aller Modelle, was passiert. Keiner weiß es, alle haben auch hier schon eine andere Meinung zu. Da sind auch wieder Nuancen, die entscheiden. Wir müssen uns da also am Ende genauso rantasten, wie auch jetzt an die Lage für heute und für morgen und für übermorgen. So müssen wir uns da leider rantasten. Was heißt leider? Spannung ist somit übertrieben gegeben und von Norden, also von Norden, von ganz oben, von der Nordhemisphäre aus nach unten geguckt, sieht das Ganze also ziemlich gestört und blockiert aus. Wir haben ein sogenanntes Polarhoch, was sich hier eingegraben hat. Die Hauptkälte ist zwar auf der anderen Seite noch, erstens noch und zweitens, ist das auch gar kein Problem, denn wir haben unsere Kälte hier, unsere Kaltluftboden, da wäre das sowieso kalt. Das ist auch noch eine kalte Lage an der Stelle, aber es könnte eben zu einer Luftmassengrenze dann im weiteren Verlauf kommen. Also bis zur nächsten Woche ist es relativ sicher, dass wir erst einmal Winter bekommen und was dann am Ende der nächsten Woche passiert, da müssen wir nochmal genauer drauf schauen. Aber wir sehen auch die NAO, also die Nordatlantische Oszillation und auch die AO, die Arktische Oszillation, die sind beide im negativen Bereich mittlerweile ziemlich deutlich sogar. Das heißt, in anderen Worten, wir haben eine gestörte Zirkulation hier unten und einen blockierenden Atlantik. All das wird wohl erst einmal so bleiben. Das sieht interessant aus und vielversprechend, dass wir vielleicht doch nochmal für längere Zeit, vielleicht 2 oder 2,5 Wochen, dieses Winterwetter in den meisten Teilen Deutschlands genießen können.